Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte einen kleinen Vergleich machen, weil ich einen neuen Topf habe. Welcher Topf ist wie toll? So, und da dürft ihr gerne mitmachen bzw. zuschauen. Es treten an die Kandidaten bei der großen, wir könnten es als Deutsch Germany's Next Topfmodel bezeichnen. Ja, der Witz ist alt, aber in diesem Fall passt er unglaublich gut. Also, es treten an ein einfacher Edelstahltopf mit einer leichten Kupferbeschichtung auf dem Boden. Das ist aber wirklich nur eine leichte Beschichtung. Ne? Ich habe sie schon durchgebrannt bekommen. Also von der Kupferbeschichtung jetzt mal nicht zu viel erwarten. Vielleicht bringt die noch ein paar Mühe an zusätzlicher Performance. Aber ein einfacher, leichter Edelstahltopf, weil relativ dünnwandig. Ja? Der tritt an gegen Mutters alten Alukessel, mit dem Mutter früher in den Highlands, als es mich noch nicht gab, entsprechend ihren Kaffee und beziehungsweise Tee eben entsprechend geköchelt hat auf der Outdoor-Tour meiner Eltern eben, wie gesagt, vor meiner Existenz. Ein ganz einfacher Alukessel, besteht aus nichts außer Aluminium, nicht beschichtet, nicht gar nichts, einfach nur Alu. So, dann der moderne Klassiker. Der Titan-Topf, hier in der 500 Milliliter Ausführung. Das ist deswegen nicht schlimm, weil die Aufgabe lautet 300 Milliliter Wasser kochen. Ne? So, und des Weiteren tritt an meine Neuerwerbung und da hoffe ich, dass er gewinnen wird. Der ETA-Topf von Primus. 1 Liter Ausführung, der wird geliefert in diesem Zustand. Dazu gehört, ja gut, da ist noch so eine Hülle drum, so ein Säckchen, wo man den reinmachen kann. Den brauche ich immer nicht, diese Säckchen. Dann hat er hier diesen schönen Kunststoffdeckel mit diesem roten Rand. Da kann man anfassen, ja, wenn es heiß wird. Mitgeliefert ist diese schöne Schüssel. Finde ich auch gut. Wenn man die da reinmacht, dann verkratzt da drin auch nichts. Der hat eine Anti-Haftbeschichtung aus Keramik. Hat eine Skala, bei der man ablesen kann, die sehen wir jetzt nicht, weil es so dunkel ist, aber ihr müsst mir einfach mal glauben, jetzt sieht man sie, ja, dass da eine ist. Und was kann der sonst noch? Naja, der hat hier unten diese komischen Lamellen, die sorgen dafür, dass er effizienter sein soll, aber das sehen wir gleich. Ja, und wie gesagt, die Aufgabe besteht jetzt darin, jeweils 300 Milliliter Wasser abzumessen mit dieser Schüssel, eben entsprechend zum Kochen zu bringen, auf diesem kleinen Spirituskocherchen hier, weil der kann nur eine Flamme, ja, der ist nicht regulierbar, das heißt, ich kann da auch nicht irgendwie rumtricksen und beim einen mehr aufdrehen als beim anderen. So haben wir da wunderbare, vergleichbare Möglichkeiten. Und das hier ist der Topfständer dazu. Und dann gibt es noch einen Windschutz und den werden wir auch gleich sehen. Gut, ich baue auf und dann testen wir den ersten Topf. So, das ist auf jeden Fall schon mal der Kocher. Jetzt ist es ein brennender Kocher. Da warten wir jetzt noch kurz, bis das richtig brennt, damit wir gute Vergleichsmöglichkeiten haben. Und ich habe Kandidatin Nummer 1, nennen wir sie Cecilia. Cecilia ist unser Edelstahltopf, dünnwandig mit eben dieser leichten Kupferbeschichtung. Hat einen recht großen Topfdurchmesser, hat glaube ich 1,2 Liter Volumen, irgendwie sowas. Steht jetzt so einigermaßen okay. Und jetzt, damit wir eine bessere Vergleichbarkeit haben, machen wir bei allen Kandidatinnen selbstverständlich diesen Windschutz um den Topf. Nicht, dass hier viel Wind geht, aber dann kann man auch wirklich Vergleichbarkeit gewährleisten. So, und jetzt warten wir, und zwar mit laufender Kamera, weil ich ja keine Uhr dabei habe und durch die Zeit, die das Video jetzt braucht, eben entsprechend messen muss, wie lange es gedauert hat. Aber Zeitraffer für euch natürlich. So, dann an dieser Stelle noch kurz der Hinweis, Edelstahl hat eine relativ schlechte Wärmeleitfähigkeit.
Das heißt, der Edelstahltopf heizt sich natürlich auf. Das tut er, ja. Aber verglichen mit zum Beispiel Aluminium eher relativ schlecht. Dadurch, dass er jetzt allerdings recht dünnwandig ist, geht es dann wieder etwas flotter. Theoretisch sollte auch die Kupferbeschichtung des Bodens ein bisschen die Geschwindigkeit, mit der der kocht, noch entsprechend erhöhen. Und wir haben bei diesem Gefäß jetzt den großen Vorteil, dass es vergleichsweise breit ist. Die Flamme deckt also ziemlich viel vom Topfboden ein und kann damit gleichzeitig eine ziemlich große Fläche entsprechend erhitzen. Und, nein, aber fast, beinahe. Also es wird jeweils nur sprudelnd kochendes Wasser akzeptiert. Und wenn ich hier zwischendurch nachgucke, ist natürlich fies, weil das verliert ja jedes Mal ein bisschen an Wärme. Ich vermute, jetzt sprudelt es. Wobei, wenn es sprudelt, müsste eigentlich der Deckel sich bewegen, ne? Warten wir mal noch ein bisschen, ob der Deckel sich bewegt, dann können wir bei allen als Voraussetzung den sich bewegenden Deckel nehmen, außer beim Kessel, da geht das nämlich nicht. Ja, Mist, beim Titan. Ja gut, ich guck nochmal nach. Ah, heiß! Ja, sprudeln kochend. Okay. Topfmodel Nummer 1, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, ist auf jeden Fall schon mal erfolgreich gewesen. Wir machen weiter mit Topfmodel Nummer 2. Topfmodel Nummer 2 ist unser Titantopf. Beschließe ich jetzt jedenfalls hier gerade. Den befüllen wir auch wieder mit hochoffiziell 300 Millilitern. Jawohl. Und dann packen wir ihn drauf. Jetzt ist natürlich der Windschutz hierfür nicht optimal, das liegt aber eben nur mal am verwendeten Windschutz. Und das ist ja auch ein realistisches Szenario, dass man halt gegebenenfalls ohne einen optimalen Windschutz arbeiten muss. Und in der Zwischenzeit mache ich mir eine heiße Schokolade. Wenn ich hier schon heißes Wasser habe, dann kann man auch eine heiße Schokolade trinken. Gut, das ist jetzt keine besonders tolle Tasse dafür. Die gute Tasse steht ja auf dem Feuer. So. Wenn man zu faul ist, sein Messer zu nehmen, kann man auch wunderbar mit diesen Tüten hier umrühren übrigens. Ja, Titan, muss ich jetzt niemandem erzählen, ist halt super leicht, ist auch ziemlich robust, kann daher in sehr dünner Wandstärke verwendet werden, ohne dass es irgendwie großartig verbiegt oder so. Bei dem Edelstahltopf, ne, da hinten steht er, wenn man den in allzu dünner Wandstärke verwendet, dann neigt er dazu, nicht besonders robust zu sein. Also den kann man schon verbeulen und verbiegen, das geht, aber dafür ist er halt für einen Edelstahltopf noch relativ leicht. Die werden erheblich schwerer, wenn dann eben die Wandstärke ja so dick sein soll, dass der Topf nahezu unzerstörbar ist. Ja, also das würde ich schon als Sprudeln kochen ansprechen. Doch, 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 das tut es. Mal gucken, kann man anfassen? Kann man anfassen. Okay, also bei circa 3 Minuten 30 kocht auch unser Wasser im Titantopf, Titantasse, je nachdem. Der nächste Kandidat, Mutters alter Kessel. Für Mutters alten Kessel wiegen wir wieder entsprechend 300 Milliliter ab. Und los geht's für Mutters alten Kessel um 9 Minuten 40 Aufnahmedauer.
Ja, sprudelt. Ah! Moment. Also ich würde sagen, vielleicht ein Müh schneller als der Titantopf. Ein kleines bisschen schneller war es schon. Ja. Ungefähr. So, und jetzt die große Herausforderung für den anderen, weil den kann ich da so nicht drauf bauen, weil da muss ich den Topfständer noch ein bisschen weiten. Und das geht natürlich momentan gerade nicht so gut. So, jetzt müsste es gehen. Test. Nein. Das Problem ist nämlich, dass der mit diesen Lamellen hier auf dem Ständer stehen muss. Und das nach Möglichkeit einigermaßen stabil. Und das macht die Sache etwas interessant hier. Na, das ist wieder zu weit. Ja, gut, dann muss ich ihn halt die ganze Zeit festhalten. Okay, alles klar. Wir machen da wieder unsere 300 Milliliter rein. Und ah, Deckel drauf. Und draufstellen. Und ja, so geht das natürlich nicht. Scheiße. Ja, sprudelt. Okay, das war mit Abstand am schnellsten. Das hat bei 17:30, 15:20, habe ich gesagt, das waren 2 Minuten und 10 Sekunden. So, das heißt, das soll ja der Schnellkochtopf unter den Outdoor-Töpfen sein und offensichtlich funktioniert das auch. Also das war jetzt doch ja, massiv der Unterschied. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Laut Herstellerangaben soll er ungefähr 20% Brennstoff sparen und 20% schneller kochen. Das gilt wohl durchschnittlich, wenn der Topf voll ist. Bei so kleinen Mengen ist der Bonus dann wohl doch offensichtlich nochmal erheblich höher. Wow, krass. Na komm. Ups, hat nicht geklappt. Bis man den immer wieder aus hat, ne? So, das sollte reichen. Kommen wir zum Fazit. Wir stellen fest, Titantopf auf dazu zugehörigen Titanbrenner, das gehört beides zusammen, macht durchaus eine gute Figur. Da bin ich jetzt eigentlich positiv überrascht, dass das doch so schnell geht im Vergleich zu den doch etwas effizienteren Gefäßen mit einer höheren Oberfläche bzw. einer höheren erheizbaren Fläche, weil wenn du hier mehr Platz hast, wo die Flamme gleichzeitig ansetzen kann, dann ist die Energieübertragung auf den Inhalt tendenziell etwas besser. Das war ja auch vielleicht noch ein Ticken schneller mit dem Kesselchen. Ich habe einmal zu früh reingeguckt. Ich habe beim Titantopf kein einziges Mal nachgeschaut, bis zum Schluss, wo er dann wirklich eben entsprechend gekocht hat. Der hat also keine Energie verloren unterwegs. Da muss man also sagen, vielleicht noch eine Winzigkeit länger hätte es mit dem Titantopf noch gedauert und der Unterschied wäre noch eine Winzigkeit größer zugunsten des Alukessels, wenn ich da eben im Titantopf auch mal zwischendurch reingeguckt hätte.
So, aber ansonsten bin ich positiv überrascht, dass das doch so gut geht. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, das ist ja ausgelegt, das System, für kleine Wassermengen. Das ist auch nur ein 500 Milliliter Töpflein, Testlein, je nachdem, wie man das nennen möchte. Da hat man halt gewisse Beschränkungen. Aber Titan, dadurch, dass das so wenig wiegt, eine komplette Tasse mit Deckel wiegt, glaube ich, 110 Gramm, irgendwie sowas. Ist das schon auf jeden Fall eine Alternative. Da kann man drüber nachdenken. Zum Kochen, das habe ich woanders schon beschrieben, ist Titan weniger gut, wenn es jetzt aber nur um die Performance beim Wasserkochen geht und man da drin jetzt keine großartig tollen Gerichte zubereiten möchte. Okay. Der einfache Edelstahltopf, der erfüllt seinen Zweck auch. Und da habe ich natürlich zu oft reingeguckt, was leider das erste ist, was ich verwendet habe. Ich werde das gleich nochmal für mich wiederholen mit dem Edelstahl. Oh ja, gut, der ist schon kalt. Dann mache ich das gleich nochmal. So viel Wasser habe ich gerade noch. Und guck mal, wie es dann aussieht, wenn ich das wirklich dann in Ruhe lasse. Dann kriegen wir nochmal eine realistischere Zahl. Und die nenne ich euch dann jetzt gleich, nachdem ich das nochmal gemacht habe. So, also beim zweiten Versuch hat er ziemlich genau, da dampft es, circa 4 Minuten gebraucht. Ja, minus ein paar Sekunden, sagen wir 3,55, na, so irgendwas. Das ist eher mau. Warum? Naja, ist Edelstahl. Ne? Und diese Beschichtung, die hier drauf ist, Moment, ich muss ihn kurz auskippen, da sieht man bereits, naja, so richtig lange halten tut die nicht, ne? Wunderbarer Spiegel ist es nun. Das hat mit der Beschichtung nichts mehr zu tun. Das ist also im Grunde Kupferfarbe, die sie unten drauf gestrichen haben. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. Es ist trotzdem ein brauchbarer Topf, ne? So ist das nicht. Man kann mit dem schon sehr wohl arbeiten. Und für den Buschgraf und Heimbereich und bei unanspruchsvollen Touren ist das durchaus eine Möglichkeit. Aber der Edelstahltopf, jetzt nicht so optimal. Wie gesagt, nach wie vor bin ich überrascht, wie gut der Titantopf hier funktioniert. Aber der ist halt von seiner Größe her genau auf den Torx-Brenner zugeschnitten. Die harmonisieren ganz gut miteinander. Das ist, glaube ich, nochmal wirklich ein gewisser Vorteil hierbei. Dann haben wir eben entsprechend Mutters alten Kessel. Mutters alter Kessel ist ja völlig egal, wie alt der ist. Das spielt ja nun überhaupt keine Rolle. Aber als klassischer, einfach nur Aluminiumkessel hat er natürlich eine gute Wärmeleitfähigkeit. Mit dem Haken, dass er als klassischer einfach nur Aluminiumkessel potenziell die Möglichkeit mit sich bringt, dass sich da Alu ablöst und man das dann, je nachdem, was man da drin zubereitet, mit isst oder trinkt. Als Wasserkessel ist ein Alukessel überhaupt kein Problem. Gar kein Problem, weil einfach nur Wasser drin kochen, da passiert nichts. Oder nur in so geringen Spuren, dass man es wirklich ignorieren kann, meiner Meinung nach. Aber für irgendwelche großen Gerichte, die dann auch noch Zitrone, Säure, Base oder salzhaltig sind, da würde ich dann tendenziell dann doch eher was anderes nehmen. Auch ich heutzutage als eben entsprechend einen reinen Alutopf ohne Beschichtung, wohlgemerkt. Aber die Performance, die kann sich sehen lassen, das ist natürlich in Ordnung. Das ist außerdem ein ziemlich großer Kessel, da passen 1,2 Liter, glaube ich, oder 1,3 Liter, irgendwie sowas, passen da ganz gut rein und ich arbeite sehr gern mit dem, ja. Ich wollte den ganzen Dingern ja noch Namen geben. Okay, habe ich jetzt vergessen. So, und dann haben wir hier natürlich den Primus Eta Pot mit seinem Special Deckel, den habe ich euch schon gezeigt. Das ist auch super, da bleibt auch der Wasserdampf schön drin. Der hat hier noch eine Ausgussöffnung, finde ich auch sehr praktisch, wenn man sich dann irgendwie Nüdelchen macht. Kippen wir das Wasser mal ab. Und der ist ja nun doch jetzt viel schneller gewesen als die anderen. Man muss dazu sagen, das ist nicht nur der rundum sorglos, keine Probleme Topf, sondern der ist dafür auch ein bisschen schwerer. So. Und wenn wir es dem Hersteller glauben dürfen mit seinen 20% Brennstoff- bzw. Kochzeitersparnis, die er angibt, dann bedeutet das, dass man das Mehrgewicht nur dann sinnvollerweise mitschleppt, wenn die Tour lang genug ist, dass man 20% Ersparnis beim Brennstoffgewicht wirklich nützlich finden kann. So, sagen wir also, wir brauchen 50 Gramm Brennstoff pro Tag, weil wir ein bisschen größere Kochvorhaben vorhaben. Oder auch für mehrere Personen kochen oder sonst irgendwie. Das heißt, dann würden wir mit diesem Topf nur 40 Gramm pro Tag brauchen. Das heißt, nach 10 Tagen sparen wir 100 Gramm. Das ist jetzt nicht die Welt, das muss man halt selber wissen, bei der Tour, die man vorhat, ob sich das lohnt. Ne? Wenn wir halt natürlich davon ausgehen, dass wir pro Tag 100 Gramm Brennstoff brauchen, weil zum Beispiel Winter ist,
Und dann sparen wir 20 Gramm pro Tag. Dann sind das nach 10 Tagen eben nicht 100 Gramm Ersparnis, sondern 200 Gramm. Und dann wird die Sache langsam interessant. Ja? Oder man macht halt einfach eine sehr lange Tour, dann wird die Sache auch interessant. Allerdings muss man halt eben zugeben, dass dieser Kessel, nur der Kessel mit Deckel, ohne die Schüssel hier, so etwas um die 220, 230 Gramm wiegt. Ich habe es jetzt nicht exakt nachgewogen. Ich kann euch nur sagen, dass er mit Schüssel ca. 270 Gramm wiegt und die Schüssel wird dann ungefähr so 30, 40 Gramm hat die. Aber viel mehr auch nicht. Das heißt, da kommt man dann auch ungefähres Topfgewicht von eben ca. 250, sagen wir mal 250. So, wenn wir das jetzt mit einem Titantopf, der sollte natürlich dann auch einen Liter haben, vergleichen, der so ca. 150 Gramm wiegt, 160 Gramm, so irgendwas um den Dreh mit Deckel, vielleicht auch 170 Gramm, je nach Ausführung, je nach Modell und so weiter, haben wir also ein Mehrgewicht von ca. sagen wir mal 80 bis 100 Gramm. Und wenn wir jetzt tatsächlich 10 Tage bei einem Brennstoffverbrauch von 50 Gramm pro Tag unterwegs sind, dann lohnt sich dieser Topf. Wenn wir kürzer unterwegs sind, dann lohnt sich dieser Topf nicht. Vielleicht ist die Brennstoffersparnis, wie wir jetzt gerade gesehen haben, jetzt hier in diesem Direktvergleich, den ich jetzt hier durchgeführt hatte, unter manchen Bedingungen sogar noch besser als die entsprechenden 20%. Und das müsste man dann halt für sich selber ein bisschen ausspenifeln. Ich würde vorsichtig sagen, je wärmer es ist, desto effizienter ist vielleicht auch dieser Topf, weil er dann wirklich so gut wie gar keine Wärme entweichen lässt. Aber wenn es kalt wird, ist er immer noch auch wieder sehr viel effizienter als vergleichbare Töpfe, weil da ohnehin jedes bisschen Effizienz nochmal einen deutlichen Bonus rausholt. Also es ist echt schwer zu sagen. Boah! Tatsache ist jedenfalls, dieser Topf bringt wirklich was und das ist nicht nur Schikane, dass der hier unten eben entsprechend diesen Lamellenkranz hat. Und jetzt nochmal ganz kurz, wie funktioniert das? Naja, die Flamme kommt hier in der Mitte an, breitet sich über den Topfboden aus, deswegen ist da auch Verrußt und bleibt dann in dem Lamellenkranz hier noch ein bisschen hängen, bevor sie dann hier rausschlägt und die Wärme dann erst am Topf vorbei entweicht. Soll heißen, die Wärme wird einfach länger am Topfboden gehalten und steht länger zur Verfügung, um den Inhalt des Topfes warm heiß zu machen. Man muss auch noch mal dazu sagen, die Effizienz dieses Lamellensystems ist umso höher, je weniger energieintensiv die Heizquelle ist. Soll heißen, kocht man auf kleiner Flamme oder mit einem Spirituskocher, die sind ja meistens vergleichsweise kleine Flamme, wenn man es mit Gas oder Benzin vergleicht, dann bringt das was. Das bringt auch was auf Holz, theoretisch. Ja? Und dann noch eine weitere schöne Tatsache ist, verrußen tut ja nur der innere Boden, da hier aber dieses Ding noch drauf ist, macht man sich damit nicht dreckig und kann wunderbar mit dem egal wie verrußten Topf hantieren, ohne selber dreckige Pfoten zu bekommen, solange man da jetzt nicht reinlangt. Das sollte man dann halt eben vermeiden. Aber so, das lässt sich auch gut verpacken, ohne dass das irgendwas zurußt. Also ich habe sehr Freude dran und habe mir den jetzt bewusst eben entsprechend noch zugelegt, weil ich das auch gerne noch als Topf haben wollte. Ich hatte einen Kessel, der ein ähnliches System nutzt, also quasi das gleiche. Der war allerdings made in China, also nicht nur made in China, sondern auch developed in China und distributed in China und alles in China. Dieses Ding hier, das wird wahrscheinlich auch das gleiche sein, aber theoretisch steht zumindest eine Marke drauf und die Verarbeitung ist etwas besser. Das ist so. Ja, also es ist nicht so, dass es gar keine Rolle spielt, ob man jetzt den Aufpreis zahlen will oder nicht. Da kommt es, glaube ich, wirklich darauf an, wie oft hat man vor, diesen Topf zu benutzen. Wie sehr geht es einem da ums Detail und außerdem braucht man noch innen eine Beschichtung, mit der man schön kochen kann, weil mit dieser Keramikbeschichtung brennt tatsächlich nichts an, zumindest einmal habe ich es jetzt bisher erst getestet, muss ich zugeben, aber dieses eine Mal ist da wirklich auch nichts angebrannt und ja, das ist der Stand der Dinge zu eben diesem Topf im Vergleich mit anderen Töpfen, Primus Ether Topf. Mehr brauche ich zu dem Ding, glaube ich, wirklich nicht mehr sagen, weil letzten Endes ist es trotzdem nur ein Topf. Was ich halt dann noch schön finde, ist die Schüssel, die hier noch dazu geliefert wird. Zum Kakao trinken ist die sehr angenehm. Macht's gut und tschüss.